Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen bei Avonaccio und herzlich willkommen in der Alpha 14. Da ist sie nämlich. Jo, habe ich vor einer halben Stunde etwa erfahren. Und die ist wohl heute Nacht rausgekommen. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das noch schaffe, dann fangen wir heute auch mit der Alpha 14 schon an. Ja, es kommt von der Alpha 13.8 noch vier Folgen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt einfach über Ostern komplett alle rausschmeiße. Wahrscheinlicher wird eher sein, dass ich die einfach ein bisschen später, also die Uhrzeit ein bisschen versetze für die älteren Folgen, dass die in 16 Uhr oder was kommen. Und ja, dann wollen wir weiter gucken. So, für mich heißt das natürlich jetzt auch, ich bin jetzt etwa 2 Stunden auf. Es ist... Ach, Zeitumstellung. Hahaha. Ja, was haben wir denn dann? 8 Uhr? 30? Müssten wir haben? Keine Ahnung. Ich muss ja mal gucken. Ich habe etwa 3 Stunden geschlafen. Ja, dann bin ich wieder aufgewacht und dann gucke ich ran und sehe, oh, Alpha 14, wie schön. So, Standard-Varia-Einstellung. Stimmt nicht. Nicht ganz. 60 Minuten sensen sie mich. Muss überlegen. Guck bei Present Day rein. Gleich eine Einstellung. Ich habe mir die GUI jetzt hier unten nochmal standardmäßig mit reingenommen. Die hat ja Wegfall fertig gemacht. Und ich habe mich da durch unser Together dran gewöhnt und habe gesagt, jetzt machst du es einfach mal mit rein. So, es gibt wohl ein paar Neuerungen, das weiß ich wohl. Und da sieht man auch schon hier diese ganzen Tipps. Das ist für einen Anfänger ist das gut, wenn er Englisch beherrscht. Bin kein Anfänger mehr, von daher brauche ich sie im Großen und Ganzen eher nicht. Englisch beherrsche ich sowieso nicht und meine komplette Steuerung ist hinüber. Ach du Heilige. Das heißt, ich darf meine komplette Steuerung neu machen. Okay. Das ist nicht so schön. Dann spiele ich jetzt echt tatsächlich die erste Folge mit WASD. Ich muss meine Tastatur mal kurz umlegen. So, das heißt, wo war denn dann jetzt... das Inventar lege ich jetzt mal direkt um. Sonst komme ich damit nämlich... darf das alles neu machen. Okay. Oh, Allow Controller. Gab's das schon? Ein Controller spielen? Doch, ich glaube schon, ne? So. Ach, das ist auf Tab. Das ist ja dann... Ja. Okay, dann ist das standardmäßig schon so, wie es... In Ordnung. Dann kommen wir nämlich da rein. Ja, es gibt wohl ein paar Neuerungen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil ich sie schlichtweg noch nicht kenne. Ja, also ich... gucke jetzt mit euch quasi gemeinsam ganz frisch hier rein. Und ich habe den Sound jetzt mal leicht erhöht, da muss ich ja auch nochmal reinhören, ob das in Ordnung ist. Jo. Oh, ne? Oh, Stoff. Ach, jetzt will ich... Mit welcher Tasse laufe ich denn jetzt? Und was war das? So. Das Schöne ist erstmal... Hä? Wie? Was? Wieso werde ich mir jetzt so erschrocken? Na, ist er. Ist ja Wahnsinn. So, lustig wird es jetzt insofern werden. Oh, das geht schneller, habe ich das Gefühl. Oder ich habe keine Ahnung. Stone Axe. So, die haben wir eh wieder. Ups. Sollte vielleicht erstmal die Standardsachen. Da ist sie. Ab in den Favoriten. Machen wir das standardmäßig. Ich glaube, die nehmen wir dann jetzt auch erstmal mit drin. Das kommt dann, ja, das ist auch schon mal schön, ne? Immer wenn man auf Favoriten geschaltet hatte, ist ja das Fenster wieder weggegangen. Jetzt bleibt es stehen. Bin ich super. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. So, raus da und jetzt habe ich es immer noch nicht gekürzt, ich dann also wieder rein. Zack. So, einmal die Axt, einmal craften, dann haben wir das, was wir brauchen. Die Symbole sehen auch hübsch aus. Scheint mir jetzt alles ein bisschen auf HD zu laufen. Ist natürlich so schlecht nicht. Und dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen können. Die aktuelle Map, die heißt New World. Ja, New World. Wobei das N und das W groß geschrieben ist. Das muss natürlich zusammengeschrieben werden, weil freistellen habe ich jetzt nicht abgeguckt, aber ich gehe mal davon aus, immer noch nicht erlaubt.
Und von da müssen wir mal gucken. So, und ich glaube, nö, das dürfte vom Sound her passen. Mit Shift laufe ich. Okay. Einfach mal dumm probiert, funktioniert auch schön. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Stein mit. Direkt Scrap Metal raus. Ja, sehr fein. Das ist doch mal richtig fein. Guckt unten rechts, da steht's. Da sieht man das dann laufen. Direkt Scrap Metal kommt raus. Das ist richtig gut. Keine Verluste mehr beim Craften, wenn man es denn muss. Finde ich super. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Neuerung. Ansonsten müssen wir halt gucken, dass, wie ihr seht, oben rechts, da sind diese Quests, die man da jetzt machen muss. Ich soll mir irgendwie Closing machen, also sprich, soll man was zum Anziehen machen. Ja, das können wir dann gleich mal tun. Und ansonsten müssen wir mal schauen, wo wir hier sind und wo wir was Schönes finden. Das heißt, das könnten wir wieder so einen Quick-Way-Point Richtung Stadt setzen. Dann laufen wir schon mal in die richtige Richtung, wo wir so im späteren sowieso mal hinwollen. Und den Rest müssten wir uns dann quasi alle mal angucken. Oh, das sind jetzt hier aber Blumen ohne Ende. Finde ich ja super. Mag Blumen. So. Deswegen nehmen wir jetzt auch alle mal mit. Brauchen können wir sie sowieso. Ein bisschen Holz könnte ich noch zusätzlich mitnehmen, ne? Das wäre vielleicht so schlecht nicht. Und das ist mal richtig. Ah ne, was stand da? Mal gucken. Aber es kommt mir vor, als ist das tatsächlich ein bisschen angenehm hübscher. Ja, also oben an den Wolken. Das ist nicht mehr dort, wo es halt die helleren Wolken kommen. Nicht mehr so... Oh, das ging ja fix. Nicht mehr so blendend. Ja, mal gucken, ob jetzt auch der Sonnenuntergang dann wieder schöner ausschaut. Also insgesamt kommt mir das alles so vor, als wäre das jetzt irgendwie... Es sollte, glaube ich, ja schon vorher schon sein, aber als wäre das jetzt irgendwie auf HD umgestellt. Und das finde ich gut. Kommt mir tatsächlich ein bisschen hübscher vor. Auch wenn man so in den Hintergrund blickt, das sieht irgendwie tatsächlich ja, also dann, da war ja das Gamma immer so extrem an diesen Rändern der Wolken. Das ist nicht mehr. Apropos Gamma, habe ich auch gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt vorher auch schon drin war. Ich gucke ja so selten in die Einstellung so genau rein. Das könnt ihr jetzt direkt in den Optionen umstellen, habe ich eben gesehen. Und das ist ja so schlecht auch nicht, gerade wenn es denn mal nachts sein muss, dass ihr einfach mehr seht. Ja, also für uns ist das dann, als Let's Player ist das dann so schlecht nicht, dass wir euch dann einfach in der Nacht die Möglichkeit geben können, dass ihr mehr seht. Klar, dann sehen wir natürlich auch mehr. Von daher wird es dann wahrscheinlich eh wieder darauf hinauslaufen, dass die das nicht wollen, die werden das dann wieder über die Aufnahmesoftware machen. Da ist ja als Spieler natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn du durch eine Nacht durchgehst, die beinahe Tag hell ist. Und ich persönlich bin ja sowieso, dass es für euch dann ruhig, normal, Standard dunkel sein soll, dass wenn wir uns erschrecken, ihr euch auch erschreckt, weil ihr die Zombies genauso spät seht wie wir. Das finde ich dann auch immer ganz lustig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Quick Waypoint setzen, was ich immer noch nicht getan habe. Ich depp. So, hopp, einmal um. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt auch ein bisschen schneller, ne? Dass man nicht mehr ganz so lange braucht. Also 10er Schritte war ja mit der ersten Axt. Ich glaube, das waren jetzt 10er Schritte, ne? Mit der ersten Axt, die man köften konnte, war das ja nicht mehr drin. Da waren, glaube ich, so 2er-Schritte oder so, ne, die man da gemacht hatte. Mit der Faust war einer. Und mit der Stone Axe war dann so 2er-Schritte, glaube ich. War jetzt gar nicht. So, da kannst du aber direkt jetzt mal 2. So, Holz habe ich dann jetzt erstmal genug. Soll reichen. Dankeschön.
So, die nehmen wir auch noch mit. Und wo ist er denn? Da. Geht er schneller nach oben oder kommt man nur so vor? Wir werden sehen. Ich wollte, was ist das? Ah, die Quests, okay. So, nein, da wollte ich nicht hin, Wo haben wir denn? Stimmt, eine ganz tolle Neuerung, das habe ich eben gesehen. Ich habe bei Wacker mal ganz kurz in die Patch Notes reingeguckt. Ich konnte allerdings, tut mir leid, weil ich habe nur so lange reingeguckt, bis es runtergeladen war. Also nicht komplett ausnahmsweise mal. Weil ich ja nun auch dann die 6 Stunden nur einplanen muss. So, da machen wir da Big City. Und das sollte dann etwa hinkommen. Da habe ich nämlich gesehen, dass man... Ja. Fertig. So. Einmal wieder markieren, aber trotzdem nochmal, weil man es einfach besser sieht. Ding. Okay, das haben die immer auch noch nicht irgendwie. Ich mache hier und da geht... Passt schon. Dort in die Richtung. Sieht auch... Doch, das haben die verändert. Das sieht... Warum nehme ich jetzt die Kohle mit? Ist egal. So, was ich nämlich machen wollte. Man kann über die Konsole, Taste Ö, das Ganze jetzt per Z, Temp und Unit. Und dann gibt man dahinter eine Freistelle und ein C. Und dann hat man das Ganze, soll zumindest, statt auf Wahrheit in Celsius. Sehr gut. Jetzt wissen wir, wann einem tatsächlich kalt ist. Man braucht nicht umrechnen. Finde ich super. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn der jetzt sagt, der hat nur 24 Grad Körpertemperatur, dann würde ich mal sagen, ihm ist eindeutig nicht warm genug. Dann ergibt das wieder Sinn, dass man sich doch ein bisschen Kleidung macht. Und dann sollten wir das gleich auch mal tun. Was sind jetzt 20? Na, fast 16 waren das. Und das mit der 4er-Axt. Also ich glaube, das geht schon ein bisschen. Ich meine, da was gehört zwar ein bisschen schneller. Und jetzt brauchen wir ganz kurz meine Taste. Eine Sekunde. So, da ist er weg, der Frosch. Ja, dann machen wir uns doch einfach mal ein bisschen Stoff. Kleidung, die ich hier natürlich nicht in der Dingens habe. Jo, fangen wir mal damit an. Ich habe 18. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, also, was ich jetzt nicht glaube, was jetzt natürlich ziemlich dümmlich wäre, wenn ich keine Buchse, ich kann alles machen, aber keine Buchse. Moment, fand ich das... Die Büsche kann man jetzt aufheben. Das ist Holz, was man aufheben kann. Wie geil ist das denn? Man braucht nicht mehr seine Fäuste kaputt hauen. Ja, super. Aber sowas, da läuft man einfach durch die Gegend, nimmt ein bisschen Holz mit. Das finde ich sehr schön. Das finde ich aber richtig sehr schön. So. Badibadibum, machen wir alle mal ein bisschen weg. Und nein, das erste, was ich gleich machen werde, sind meine Tasten umlegen. Das geht ja so mal gar nicht. So, jetzt kann ich auch eine Buchse machen. Das ist logisch, ne? Ja, und Schuhe, damit ich mir keine... Komm, dann machen wir auch noch ein... Obwohl, ein Shirt, nein, das lassen wir jetzt mal, das brauchen wir hier nicht. Was haben wir denn nicht Schönes? Papeile könnte ich mal eigentlich auch mal machen. Wir... Da komme ich immer so ehrlich mit den Geräuschen. Maple Seed. Das sieht auch jetzt anders aus. Sehr schön. Ja, für alle, die nicht Englisch können, jetzt sehen sie endlich mal, was das denn für ein Baum ist. Das ist ja mal gar nicht übel. Mach dich. Oh ja, das geht auch wieder besser. Sehr schön. Da hat man ja mitunter 5, 6, 7, 8 Mal draufgreifen dürfen, damit es mal funktioniert. Jetzt geht es beim ersten Mal. Danke. Weil das war etwas, was mich gerade so in verschiedenen Situationen, so in Stresssituationen, die man zwischendurch mal hat,
war echt so richtig genervt hat, dass man dort, und das geht auch wieder wunderbar, ehrlich, Dankeschön, Van Bims, dass er das wieder hingekriegt hat. Weil das waren ja so Sachen, die man, okay, auf den darf man immer noch rumhauen. Und das war eine Sache, die man richtig genervt hat. Okay. Den die jetzt hat, denn die sehen immer noch genauso aus. Okay. Es war ein Versuch wert. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da jetzt tatsächlich erwartet. Das heißt, ich werde quasi mehr oder weniger blind in die Neuerung reingehen. Aber ich werde mir auch jetzt über Ostern einfach mal die Zeit nehmen und mal wieder richtig Sendlays zocken, nicht nur im Let's Play, sondern auch privat. Weil ich habe ja gesagt und angekündigt, nein, habe ich nicht. Doch, habe ich schon. Aber ich habe es gestern nochmal in den Aufnahmen gemacht. Ich habe mir also gestern Aufnahmen gemacht für übernächste Woche, wo ich dann gesagt habe, naja, mal gucken, wie weit du kommst, wenn du das zur nächsten richtig großen Horde schaffst, also Tag 21 Horde, in 4 Folgen, dann nimmst du die noch komplett mit. Dann habe ich halt die Vorbereitung gemacht. Ich habe ja unheimlich viel dann offline gesammelt und habe auch die ganzen Aufwertungen dann offline gemacht, damit wir nicht so viele Folgen haben. Da hatte ich dann erwähnt, dass wir aufgrund der Information, die uns die Funpins gegeben haben, dass wir jetzt nicht mehr bei jedem Patch nur anfangen müssen. Dass wir aufgrund dessen tatsächlich mal ein Großbauprojekt machen können, weil wir das ja immer mit rübernehmen können, das Safe Game. Und das bedeutet, wir machen also quasi ein Bauprojekt, was wir nach und nach erweitern. Ja, bis wir dort sind, wo wir hin möchten. Oder wir machen uns halt ein Bauprojekt, was wir auf der einen Seite nach und nach erweitern, aber was halt so unser erstes kleines Projekt wird, dass wir überhaupt erstmal irgendwas sicher haben. Und dann im Anschluss würden wir, wenn wir denn soweit safe sind, also ein eigenes Projekt haben, wo wir soweit safe sind, würden wir dann im Anschluss quasi du musst mal wieder direkt im Ohr auftauchen, oder? Ein schönes Häuschen. So, nur Federn habe ich jetzt nicht so viele gefunden. Ne? Da war schon mal ein ganz böses. Ich habe mich eben gefragt, wo ihr seid. Und jetzt müsst ihr natürlich wieder antanzen. Das möchte ich jetzt gerade. Das ist aber jetzt mal interessant. Von wegen Grasland und so, das ist mal nicht so schlecht. So, und das, wo ich jetzt meine Tasten hier nicht habe. Ah, ist ein Bogen. Den greifen wir uns mal. Und dann können wir mal. Was ist denn das? Oh, das ist sogar ein Haus mit Schmiede. Sehr schön. Das heißt, wir haben direkt eine Schmiede vor Ort. Und ja, ich komme dann gleich nochmal wieder, Kinders. Aber jetzt werde ich mal ganz kurz gehen und mir erstmal ein paar Pfeile besorgen. Beziehungsweise Federn. Die werde ich ja hier finden. So. Wartet mal. Erstmal jetzt mal einen Bogen. Na, ich höre momentan ein bisschen genauer hin. Wo ist mein Bogen? Wo ist er? Da. Ach, ich habe noch gar nicht angepflanzt. Eigentlich könnte ich die auch mitnehmen. Ich habe sowieso immer zu wenig Bäume. So. Einmal laden. Und gehen wir jetzt erstmal auf freie Suche. Wir haben sowieso 19 Minuten, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier den Upload gleich einmal starten. Und mit neun Pfeilen komme ich nicht rein. Deswegen sieht so aus, als bräuchte ich das auch nicht mehr. Hier machen wir jetzt ganz schnell mal einmal den, damit wir wissen. Quick Waypoint und gut ist. Das ist natürlich super. Ja, schon klar. So, Wüste ist eine. Aber das sieht doch nicht nach Wüste aus.
Also ich habe hier meine Kakteen. Es soll also eine Wüste darstellen. In einer Wüste, wo Gras wächst. Ich meine, ja, natürlich. Gewitt war das da hier Grasland. Gewitt so ab und zu mal, wenn der Regen richtig in die Wüste fällt, dann ist da sogar eine wunderbare Blumenpracht. Auch das Gewitt. Und sieht wunderschön aus. Ich glaube, das ist alle paar Jahre mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann gibt es da so eine Wüste, wo wirklich dass die ganze Wüste voller... Oh, sehr schön. Die ganze Wüste da voller Blumen ist. Mega geil. Und dann natürlich dann wirklich was außer... Nee, ich glaube, das... War das jetzt alle vier oder war das doch jedes Jahr? Ich weiß das nicht mehr. Ja, man sollte sowas nicht erwähnen, wenn man es nicht hundertprozentig weiß. Das ist so die Sache. Aber meine Lieben, ich werde mich jetzt mal ganz kurz hier hinstellen, werde mich ausloggen und werde die Datei halt einmal den Upload starten. Dann schaffe ich da nämlich vielleicht noch bis 15:30 und werde dann erstmal meine Tastatureinstellung machen. Das ist mir gerade mal lieber. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, da Tata von Social Media, ihr kennt ja das Spielchen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.